Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, der Zocker Toni. Und ja, Freunde, ich bin heute nicht alleine, sondern mein Kollege, der Benny, ist auch am Start. Ja, ich habe überlegt, wir werden heute mal schon Ausflug machen, weil hier ein kleiner Scania-Idiot fährt. Und ja, bevor hier wieder was passiert oder so, habe ich gesagt, nehmen wir auf. So, Benny. Ja. Wo wollen wir hinfahren? Ich mache gerade noch was mit meinem Hobby ist. Alles klar, dann warten wir noch kurz. Dann warten wir einen Augenblick noch. Ist ja kein Problem. Ja, Freunde, wie gesagt, ich habe meinen Mercedes ein bisschen ummodifiziert. Ja, mein Kollege, der Benny, ja vorne auch. Ach ja, dann würde ich freuen. Das passt. Jetzt funktioniert es. Okay. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Test, Test. Jo, moin. Ja, das funktioniert ganz gut. Also das Radio funktioniert. Jetzt muss ich nur noch links mein Mikrofon bei OBS lauter machen. Genau, du musst dein Mikrofon aufnehmen, lauter machen und du musst Spielaufnahme noch machen. Das habe ich ja Ach schon. so, gut. So, jetzt wird das eigentlich passen. Sag mal was. Ja, gut, schönen guten Tag. Hallo, hier ist der Zocker Toni auf Benny sein Chat. Ah. So. Ja, es passt jetzt. Das ist ja schön, dass es passt. Ich mache halt eigentlich nur eine Aufnahme, damit die Leute Scheiße bauen, damit ich die wegbauen, damit er sie wegbauen kann. Genau. Big Mac. Weil es geht schon wieder los. So, dann lass uns mal gucken, was wir denn Schönes fahren wollen. Such dir mal eine Fracht aus. Wo sind wir denn Ja. jetzt? Wir sind in Düsseldorf. Düsseldorf, ne? Ja. Wir könnten hier. Bitte halt jetzt irgendwie schon ein bisschen weiterfahren. Also ein bisschen weiter. Ja, such. Ich guck, wie gesagt, wenn ich die Fracht nicht in diese. Also, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt hoch nach Obsaarland oder so, sagen wir jetzt mal, und ich habe die Fracht hier nicht drin, dann gucke ich nach Schnellaufträge. Das ist ja dann nicht so schlimm, dann gucke ich, ob ich da einen Auftrag nach Obsaarland finde oder so. Aber guck erstmal, wo du hin willst. Machst du vielleicht nach München? Nach München, nach München, nach München. München, München, München. Natürlich wieder nicht. Eigene Fracht schon mal nicht. Warte, ich guck auf Schnellfrachten. Von Amsterdam Rostock. Achso, nee, warte mal. Aufträge, da muss ich rauf. Dann gucke ich von Düsseldorf und dann gucken wir mal Berlin, Kassel, Luxemburg, München habe ich gar nichts. Scheiße, warte mal. Sag du mal, was hast du. Wo wolltest du mir mal hin? Ja, warte. Ich guck mal, ob ich hier was finde. Na, München wäre schon cool, ne? Hätte ich auch go Bock Ja. drauf. Ich wollte auch mal nach Aufträgen gucken. Ja, keine Duisburg, Köln, Köln, Osnabrück, Osnabrück, Hannover, Bremen, Mannheim und Lille habe ich. Och Mann. Hast du vielleicht auch was nach mal warte. Na. Wie gesagt, ich habe Köln, Lüttich, Osnabrück,
Luxemburg, Hannover, Amsterdam, Frankfurt am Main, Bremen, Mannheim, Rotterdam und Lille. Lille. Also hier Belgien, da hinten die Ecke. Es kann auch sein, dass ich in München noch keine. Doch. Ich habe aber wirklich nichts nach München. Das ist ja doof. Frachtmarkt nicht und Schnellauftrag auch nicht. Ach so, nee, bei Aufträgen. Was hast du jetzt ernsthaft geredet? Ich habe gesagt, ich habe nichts nach München. Das ist doof. Ja, sag mal, los. Guck mal bei dir, was du alles hast. Na, wie gesagt, also, ich gucke jetzt mal von Düsseldorf nach, wie gesagt, ich hätte was nach Köln, nach Lüttich. Das ist Be Köln habe ich auch. Lüttich habe ich. Lüttich, ja, Lüttich habe ich noch was. Osnabrück habe ich was. Osnabrück habe ich auch. Nach Luxemburg hätte ich was. Luxemburg habe ich, glaube schon, dass ich da nichts habe. Hannover, Hallo? Oh Gott, ey. Amsterdam, Amsterdam? ja. Habe ich auch. Ja, dann lass uns nach Amsterdam fahren. Nehme ich dort. Von Düsseldorf nach Amsterdam. Ich bin sogar schon direkt bei der richtigen Firma. Du Ah, stimmt das? schon, ich nicht. Ist das so der DHL oder? Na, ich muss allen rüber. Ach so, danke. Wäre natürlich perfekt, wenn ich einfach nur rückwärts fahren muss, ne? Und ich muss auch rückwärts fahren. Geil. Oh, das ist natürlich jetzt. Das ist cool. So. Na, ich wünsche mir ja, dass der gelbe Scania jetzt nochmal zu mir kommt. Das wäre natürlich schön. Na, das wäre ja richtig nice, weil dann ist er nämlich richtig dran. Ich würde sagen, dann fahren wir. Kannst du natürlich vorfahren, dann fahren wir zu dir jetzt. Wenn. Ich weiß ja nicht, wo musst du in Dings hin? Zu Welchem welcher Firma? Firma in Amsterdam? Carrefour. Mal, warte mal, ich guck gleich mal bei mir. Vielleicht liegt deine ja dichter wie meine. Dann fahren wir erst zu deiner und dann fahre ich zu meiner. Carrefour ist relativ mittig von Amsterdam. So, ich muss. Ah, LKW-Logistik. Ja, können wir erst zu mir fahren und dann weiter zu dir. Genau. Dann machen wir das so. So, Freunde. Wir fahren jetzt. Schön den Benny entspannt hinterher. Benny, denkt daran, fahr ordentlich, ne? Wir sind bei den Aufnahmen beide. Nö, ich fahr geradeaus weiter. Ich muss erst deine gesagt, du musst abbiegen. Ja, rechts. Das ich meine, da habe ich überall die Schokolade geführt. Ja, ist nicht schlimm. Brauchst du erst mich irgendwo anders hinführt. Wie gesagt, ich fahre dir einfach hinterher. Oder ein Teil über die Schokolade. Ja. Wie schnell fährst du? Oh, ich weiß auch, was du machst.
Ja, dann roll ich jetzt mal wieder runter. Oh, nur 78. So, ich habe jetzt 80. Der war auch raus. Jo, ich bieg rechts ab. Ich hab 13 Tom Lammerk. Lammerk, keine Ahnung, das ist Fisch, glaube ich. So, Achtung, Gegner von links. Ja, und wir haben rot. Ja, dann halt mal an. Ist das das Garnier? Ist das der Garnier? Ist das das Garnier? Oder das wäre ich. Nee. Der Vater. Ich war früher so einer, ich hab gesehen, oh, da steht einer, ich hab aber nur im letzten Moment einen Foto gemacht und wäre fast reingefahren. Naja, der. Nach dem Tor, Alter. Was ist er denn für einer hier? Er fährt ein Jeep, sagt er. Oder war das? Ja, das ist ein neues Fabling-Auto. Schon wieder? Ja, neue Woche. Mensch, ey. Wir sind doch hier nicht in Autosimulator. Was ist ja nicht Autosimulator halt, sondern Euro Autosimulator. Naja. Ich war so entspannt, weil mein Truck der hat zu hoch und bei meinem Anhänger der hat zu hoch. Ja, ich muss jetzt erstmal aufholen hier. Ich muss jetzt erstmal schneller als 80 fahren, damit ich hinter dir komme. Ja, komm mal dichter, immer dichter, kein Problem. Echt? Ich soll dichter kommen? Nee, fahr jetzt. Es kann aber auch manchmal sein, dass es an den Rundumleuchtern liegt, dass du ab und zu mal einen leichten Leck hast. Das habe ich auch. Oh. Das ist nicht der dritte, das ist der dritte.
Du. So, ich bin auf dem Weg. Ja, durch 80, aber ich glaube, du kommst schon langsam. Ja, ich, wie gesagt, ich muss mal ein bisschen aufholen hier. Ich fahr mal schneller als 80. Wir können auch hier drüber Kollegen 110 fahren, ne? Da kommt sie ja schon mal, ey. Ich hab so einen leichten Spiegel. Im linken noch nicht, aber im rechten. Auch so oben. War ich das? Nee, das warst du. War ich. Ja. Ich höre übrigens auch so hoch, ich habe ein Fenster offen. Ja, aber warte mal, ich mach gleich auch. Ich während der Fahrt mache ich auch mal kurz mein Fenster auf. So. Jetzt kannst du hupen. Ja, man hält. Ich finde das eine schöne Funktion, das Fenster runter zu machen. Na, ich hab hier unten neben der Handbremse, wo du eigentlich auch mit der Tastatur Pfeil links und rechts, habe ich jetzt gemacht, als Fenster runter und Fenster hoch, da ich ja mit dem Controller fahre. Aber mir kommt ja die Lags. Nach der Route muss ich mal kurz mein PC neu starten, ne? Wenn es okay ist. Oder, nee, ich muss, hast du irgendwas im Hintergrund laufen? Vieles. Ja, dann musst du das musst du alles ausmachen. Ich warte kurz an. Also du musst einstellen, Hintergrund, Sachen raus. Auch, egal, ob du jetzt da drinnen bist oder nicht. Also wenn du da drinnen bist, musst oben in der Einstellung Hintergrund Dinger, Apps, Hintergrund Apps musst ausmachen, weil dann läuft das auch flüssiger. Ja, ich habe meine Aufnahme beendet. Dein Ernst? Ja. Du sollst doch nicht den Auftrag beenden. Nee, meine Aufnahme. Ach, deine Aufnahme beenden? Ich hab verstanden, deinen Auftrag. Nein, ich bin Auftrag. Das kann weg. Übel. Ja, wie gesagt, dann musst du hier in deiner Tab-Liste musst du eingeben Hintergrund-Apps muss das heißt das so auf deinem PC oder Lappy oder was du hast. Ja, bitte. Ja, da dann gehst du auf deinen Tab unten, ich weiß ja nicht, wenn du Windows 10 hast, dann gehst du auf deinen auf der Startseite und daneben dann gehst du auf der Startseite und tippst ein Hintergrund-Apps. Und dann steht auch da ganz oben Ausführung des Apps im Hintergrund zulassen. Das musst du ausmachen. Und dann läuft der Stream auch flüssiger, weil dann alle deine Apps aus sind, die im Hintergrund laufen. Ausführung von Apps im Hintergrund zulassen aus. Genau. Dann sind die nämlich alle aus und dann läuft nämlich gar nichts mehr im Hintergrund. Außer die Spiele, die du spielst und halt. Und dann läuft der Stream auch, müsste der Stream auch flüssiger laufen. Oh, warte, das ist nicht wieder. Nee, das Spiel hat ja gehängt. Ja, trotzdem, das kann auch daran liegen. Aber du hast einen guten Ping, also. Ja, gut, dann hab ich immer. Du hast 15 m, ich hab 36, 38 m und hinter uns kommen noch zwei Chaoten. Grüß dich! Grüß dich! Dieser der weggehört hat uns. Ist das Scania? Ja, der ganz vorne da. Oh, cool. Dann würde ich sagen, fahren wir mal los.
Ich bin schon losgefahren. Warum wusste ich, dass sie losfahren? Wir fahren auf Fuß mit 70 hier lang. 60 fährst du? Ja. Ich... Okay, du kommst, hast du die überholt gehabt? Ja, natürlich habe ich sie überholt. Dann lass ich die schönen 20.000 rein. Bin ja mal gespannt, ey. Weil jetzt fährt er ja wieder vernünftig, komischerweise. Komisch, er hat einen Auftrag. Ja, dann möchte ich, dass ich jetzt gleich die Ausfahrt auf der Autobahn gehen fahre. Ja, pff, alles gut, fahr mal. Oh, das war doch besser. Das habe ich gesehen. Ja, den Rückwärtsgang. So, es ist kalt, ich muss Fenster zumachen. Ja. Na, was ist los mit denen alle? Die fahren ja so vernünftig. Naja, wir haben sie ja auch abgewimmelt. Ich sehe es, kommt irgendwann. Baut ETO-Ruhe, ist jetzt Software. Bei ETS rein, dass man sich irgendwie um seinen Charakter pflegen kümmern muss, also pflegen. Kurz rückwärts setzen. Was? Ach. Ui, Alter, das im Gas hier runter. Er fährt auch, die fahren auch hier lang. Also ich sehe es kommen. Ich fahre jetzt mal hier mit 100, ne? Die kommt ja mit 110 an. Ja, warte, ich fahre jetzt etwa so 19, damit du rankommst. Ja. Aber ich sehe es kommen, der überholt mich und macht mich weg. Na, abwarten, ne? Lass mal kurz. Ich wollte gerade sagen, lass mal kurz Rastplatz fahren. Ich will wissen, ob sie auch Rastplatz fahren, aber es ist zu spät. Ist schon vorbei. Ja. Alles gut. Du hast dieses Tuning-Pack ja auch, ne? Mit dem. Nee, die 750 PS da. Nein, achso. Wieso bist du denn schneller wie ich? Ich hab 625 PS. Hä, ja. Naja, gut. Ich hab 90. Verstehe ich nicht. Ich hab. Naja, egal. Ich guck gleich mal, was, welche Motorleistung ich hab, wenn wir da sind. Du hast 580 PS. Du hast 110 mehr oder was? Hast du auch irgendwas mit 600, hast du gesagt? Ja, 625. Ja, dann gucke ich nachher mal. Ja, kannst du Gas geben, bin hinter dir. Ich muss nachher mal gucken. Entweder, ja, irgendwas, ja, dann. Ja, kann ja auch sein, stimmt, ich bin ja jetzt Level 21. Ich habe ja wieder Motorleistung frei. Ha! Siehst du, kann ich dir ja gleich wieder aufrüsten nachher. Hihi. Fährst du 100 oder was? Ich war jetzt ein bisschen nervig. Ich bin auf 100 runter. Ja, ich bin jetzt auf 104 nämlich schon. Bei 99. So, ich fahr jetzt 102. Damit ich bei dir dran bleib. Ja. Nach links. Ja. Aber der Abstand ist gut, falls du stehen bleibst, dann kann ich wenigstens nochmal fix ausweichen oder Vollbremsung machen. Ja. Oh, weil der Vollbremsung war ein bisschen eng. Oh, danke. Oh Gott, Alter. Ja, Vollbremsung einfach, ne? Ne, ich nicht, ich fahre da nicht, weil ich hab schon so oft hier die Leitplanken geknutscht, ey. Ja, immer wenn man eine Aufnahme machen will, Alter, dann passiert nichts. Machst du keine Aufnahmen, ja, dann passiert was. Grüß dich.
Was? Was ist bei... Ja. Noch ein bisschen Gas. Ja. Der Pieper? Ja, ich fahre jetzt 110 gerade, kannst Gas geben. Gibt der eine Maut? Nee, einen Rastplatz. Ja, ich reduziere jetzt nämlich auch runter auf 100. Musst du irgendwie Nein, fahr durch. Aber bestimmt wieder Tragehilfe. So, jetzt habe ich 100 in meinem Tacho drinne. Und wenn wir gleich da sind, dann fahre ich noch mal kurz zur Werkstatt und guck. Ja, das ist sofort da. Ja, dann gucken wir, dann gucke ich mal, ob ich eine Motorleistung wieder aufpeppen kann. Oh, Junge. Ja, du. Ist mir auch ein Held. Russe, Alter. Bestimmt der coole Junge. Oh, Beleidigung im Chat. Ja, lass ihn. Ja, ich muss geradeaus, aber ich fahre jetzt zu dir. Ja, du musst halt jetzt noch. Wie war's denn jetzt dann? Ich will mal. Oh, cool. Na, ich müsste jetzt geradeaus und dann nachher links, aber ich fahre jetzt erstmal dir hinterher und dann. Ja, das ist ja immer doof, wenn man dann immer einen hinterher fahren muss da und dann zu denen hinfährt, dann kann man ja gleich sagen, okay, ich fahre mit dir hinterher, warte vorne in der Firma, du und dann kommst du mir hinterher, dann wartest du bei mir und dann können wir weiter zusammen suchen. Ja, ne? Ich bin so stehen geblieben, dass ich genau so ein bisschen von der grünen Licht von der Ampel sehe. Der ist halt schnell, der kann rennen auch schon. Ja, hier ist der Koffer 78. Nur dann noch die. So, ich bin auf dem Bürgersteig. Okay. Ich sehe das, wie du parken tust. Wehe, das ist Kollision hier bei mir. Hier dieser lange. So, Freunde, wir gucken jetzt zu, wie der Benny einparkt. Blender will ja. Ich bin gut abpacken. Hier, ich kann das. Fertig. Ausgezeichnet. Und wieder 18.000 auf dem Konto mehr. Ein Motor, erster Gang und. Ja. Kannst. Hallo Justin. Servus. Damit du kannst fahren. Geht. Was ist? Wenn ist gerade Tommy. Nico kommt gleich auch, ist auch ein. Der ist auch hier. Okay. Ja. Der hat mir gerade bei Discord geschrieben, der kommt jetzt. Ich bin gerade noch was beim ATS an.